Schwierig. Ich meine, unmöglich ist es nicht. Ist es halt nie. Ja. Den würden wir, also wir haben jetzt schon viel, viel einfacher dadurch, dass wir diesen zusätzlichen Drang haben. Aber ich würde fast sagen, es macht nochmal mehr Sinn, sich ein bisschen genauer umzugucken. Und zu gucken, was könnte ich jetzt vielleicht noch erreichen? Finde ich vielleicht noch eine Truhe, wo ein Verteidigungsupgrade drin ist, was den Bossfight nochmal erleichtert? Finde ich noch eine Truhe mit einem Angriffsupgrade drin? Ja, so Sachen eben. Weil auch das ist nicht unwahrscheinlich. Oder probiere ich es nochmal mit einer anderen Karte. Versteht ihr? Das sind alles so Dinge, die können jetzt... Das kann ich jetzt alles versuchen. Hier zum Beispiel. Das ist definitiv eine Truhe. Aber es ist leider nicht die Truhe, die ich will. Da komme ich auch nicht dran. Kann ich hier vielleicht stehen und ruhen und das fährt dann hoch und da fährt eine Brücke hoch? Nee. Hätte ja sein können. Dem Spiel traue ich inzwischen alles zu. Mach da keine Scherze, wenn ich das sage. Warum habe ich das Tor hier nie aufgemacht? Kann mir das mal jemand sagen? Das erleichtert ja auch vieles. So, was sagt denn die Map? Wo komme ich zum Friedhof? Da unten ist ein Obelisk. Habe ich den aktiviert? Hier. Weil das könnte ja... Ich weiß gar nicht mehr. War das der Weg zum Friedhof? Westgarten. Verbotener Pass. Der ist wohl verboten. Altes Haus. Ostwald. Da waren wir gerade. Da ist auch noch so ein Obelisk. Weil alles, was ich aktivieren kann, versteht ihr? Ist ja prinzipiell erstmal gut. Das ist auch ein Teleporter, ne? Ja. Dann gehen wir nochmal ein ganzes Stück nach rechts. Ich weiß, ihr wollt jetzt den Bossfight sehen, aber... Ich will erst alle Möglichkeiten ausschöpfen. Okay, es gibt für mich jetzt noch keinen Weg, an diesen Obelisken ranzukommen. Das ist, da wäre eine Sprungfähigkeit oder irgendwie sowas, wäre halt Gold wert. Aber das ist auch der Weg zum Friedhof, glaube ich, ne? Das ist der Obelisk, den wir aktivieren müssen, um den Friedhof an sich zu aktivieren. Aber lass erstmal gucken, ob wir hier jetzt nicht mit dem einen oder anderen Ding ein Stück weiterkommen. Ich kann die Kamera so hochstellen tatsächlich. Okay. Ich glaube, hier war auch eigentlich nicht viel. Ich glaube, wir waren hier eher limitiert, weil wir eingeschlossen waren. Also, weil es hier wirklich nirgends weiterging, so. Oder konnten wir hier tatsächlich was mit einem Haken machen?
Das sind die Jäger. Das heißt dann eigentlich, dass das hier eventuell sogar schon der dritte Dungeon, also der Weg zum dritten und letzten Dungeon ist. Weil stand doch da irgendwas von Räubern oder Jägern oder Banditen, die Waffen haben. Das würde ja perfekt auf die hier zutreffen. Und würde auch so ein bisschen erklären, warum hier halt einfach alles noch so ein bisschen härter ist vom Game her. Okay, ich glaube, es ist wirklich jetzt erstmal nötig, den Boss zu machen, dann eventuell eine Fähigkeit zu kriegen, womit wir wieder was machen können und dann den Bibliothekar machen. Vielleicht bekommen wir auch eine stärkere Waffe, auch das wäre ja ein Upgrade. Weil hier war auch nichts, ne? Das ist alles. Ja, und da waren wir schon. Nee, das ist alles versperrt. Da geht's nicht weiter. Das erübrigt sich eigentlich von selbst. Und auch den Obelisken können wir erst später aktivieren. Wir sind hier komplett falsch. Das ist. Es ist einfach so. Ja, nee. Okay, dann lass uns den Boss einfach weiter versuchen. Dann lass uns wirklich den Boss... Ich glaube, ich meine, wir haben jetzt auch noch nicht alles ausgenutzt, was wir hätten tun können. Aber... schon gefahren. Mal die Glocke. Komm, wir probieren es mal mit der Tinktur. Kann ja nicht mehr als schief gehen. Man kann ja mal durchwechseln. Wenn wir gerade schon Platz für ein paar Karten mehr haben, sollte man vielleicht auch... Vielleicht gibt es auch so Kombinationen wie in Castlevania Circle of the Moon. Und mit Zauberkarten hier so irgendwelche Kombinationen, dann wird das Spiel erst richtig krank. Könnte ja auch sein. Ich glaube, der Teleport, der ganz am Anfang war, der war auch abgeschottet von allem. Das heißt, den können wir auch nicht nutzen. Was ist das hier? Warte mal. Einfach mal so saudumm. Okay, hätte ja sein können. Weil da hier dieses Symbol dieser... von den Türen da ist. Hätte ja sein können. Okay, dann gehen wir mal wieder zurück Richtung... ja, Dorfplatz da. Dass das geht, ist halt sehr geil. Ja, komm, lass den Kollegen einfach nochmal machen. Was soll's. Was war denn das? Das da hinten. Also ich kann... Also die hier kann ich ja nicht aktivieren, ne? Wäre auch noch schöner. Das könnte ich ja überall hin. Davon haben wir immer einen.
Ist vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, wenn wir das am Anfang machen, direkt. Trotzdem, also gerade jetzt mit dem, wo wir ja haben, tut es noch mehr weh. Also uns fehlt halt auch irgendwie sowas, um schnell an ihn ranzukommen, so, weil er hat eine unglaubliche Range und wir eben nicht. Der Move mit dem, das killt halt komplett. Das ist, also die Tinktur. Ja, die macht irgendwo Sinn. Aber halt auch irgendwo nicht. Weil dadurch, dass er halt dein Defensivwert extrem runtersetzt, ist es halt gerade bei ihm, der eh schon so eine Attacke hat, die so ordentlich reinwumst, so ziemlich ein Instant-Kill. Der Move ist zwar nicht neu, aber hat er jetzt auch noch nicht so häufig benutzt. Nur da hinten dran sicher. Das ist bitte nicht dein Scheiß Ernst. Oh nee, ich häng wieder fest. Das ist doch Kacke, dass du da nicht durch kannst und dann da festhängst. Da kannst du sehr wohl durch, bitte. Ah, das muss... Ah, das ist doch Kacke. Warte. Kann ich ihm das vielleicht mit dem Haken abziehen? Jetzt beschießt er sich ja schon fast selbst. Super lustig. Okay, er reagiert halt gar nicht auf diesen Haken. Aber vielleicht das da hinten. Jo, klar. Ja.
Kollege, du musst dadurch mal eine Pause machen. Kann ich die vielleicht zurückschleudern? Nee, die ziehe ich einfach nur an mich ran und bin dumm. Das Problem ist, ich habe das Gefühl, ich komme an ihn nicht ran, weil ich so langsam bin. Und wenn ich dann mal wo rankommen würde, dann macht er so einen Move. Weil der keinen Cooldown hat, versteht ihr? Flammenbomben bringen gar nichts gegen ihn. Oh, klar. Es erwischt mich genau hier. Ich habe das Gefühl, ich komme nicht an ihn ran, weil er ist sehr schnell. Ich bin hingegen sehr, sehr langsam. Und ich habe halt auch null Reichweite und ich kann nichts werfen. Der Stab, habe ich das Gefühl, macht keinen Schaden. Die habe ich jetzt nicht mehr. Nein, jetzt bin ich vereist. Ah, aber die können ihn auch verletzen. Interessant. Ja, klar. Dinger, die Granaten, die er da wirft, die machen ihm auch selbst Schaden. Ist ja tatsächlich schon mal Knowledge, das wir da haben. Okay, das können wir auch so ein bisschen rauscheaten. Okay, ich meine, diesmal haben wir ihn jetzt schon zur Hälfte gehabt. Okay. Ich glaube, ich habe ihn so ein bisschen durchschaut. Also wenn man ganz, ganz nah bei ihm bleibt,
Vor allem, wenn er so ausholt, dann ist er ziemlich easy. Oder dann kann man ziemlich viel Schaden reinfahren.